Die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Vergleich zu den USA und China nimmt ab. Innerhalb Europas fallen Deutschland und Österreich in der standortpolitischen Entwicklung zurück. Dem müsse man rasch entgegenwirken. Darum fand in Linz der erste Industriesummit gemeinsam mit Niederösterreich statt. Viele unserer Räume sind auch wirtschaftlich verflochten, darum haben wir auch viele gemeinsame Interessen bis hin zur Infrastruktur, wenn Sie an die Mauthausener Brücke denken. Darum liegt das auch auf der Hand, dass wir beiden mit den beiden industriellen Vertretungen das hier auch gemacht haben. Und da haben wir natürlich ganz große Aufgaben, denn es braucht hier bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, für ganz Österreich, also auch für ganz Europa. Und deswegen kann dieser Summit immer nur ein guter Impulsgeber sein. Beim Treffen wurde nun ein 7-Punkte-Plan erarbeitet, der eine Richtschnur für die kommende Bundesregierung sein soll. Also wir sind zufrieden, weil wir unsere doch sehr dringenden Themen wirklich deutlich platzieren konnten, gemeinsam mit 50 CEOs aus Oberösterreich und Niederösterreich. Und die beiden Bundesländer repräsentieren fast die Hälfte, also 43% der Industriewertschöpfung. Das heißt, da ist ein Gewicht vorhanden, der Besuch war auch dementsprechend gut. Und es ist uns gelungen, glaube ich, und das ist das Positive, was ich heute mitnehme, dass die beiden Landesregierungen klar wissen, wo unsere Probleme sind am Wirtschaftsstandort Österreich. Ein wichtiger Punkt in dem Plan sei die Steuerentlastung. Das heißt, wir haben wirklich das Thema, dass Arbeit zu teuer ist für die Unternehmen, vor allem im internationalen Wettbewerb, auch ein bisschen in Verbindung mit Arbeitszeit und sozusagen Leistung. Wenn wir wollen, dass Leute mehr als Teilzeit arbeiten, dann muss sich das lohnen, steuerlich. Das ist einer der großen Punkte, aber gerade in Oberösterreich natürlich auch für die energieintensive Industrie eine Unterstützung, die Strompreiskompensation, die Deutschland hat, die andere Länder haben, die es bei uns nicht gibt, damit die Produktion hier auch wirklich gut weitergehen kann. Weitere Maßnahmen seien die Wiedereinführung einer Investitionsprämie und eine Entbürokratisierung. Jede Ebene muss sich einer Aufgabenkritik stellen. Was braucht es? Und was braucht es nicht? Die 7 Maßnahmen sollen eine starke Hebelwirkung zur kurzfristigen Stärkung des Industriestandorts Österreichs haben und hätten für die beiden Bundesländer die höchste Priorität. Soll unterstreichen, wie wichtig die Bedeutung der Industrie ist für Niederösterreich und für Oberösterreich. Das heißt, ein wichtiger Arbeitgeber und vor allem auch ein guter Steuerzahler. Der Industriesummit soll nächstes Jahr wieder stattfinden. Dann allerdings in Niederösterreich.